Okay. Oh, da haben wir's. Ah, oh, ist das schön. Wir können durch die Gruppe, ist das was? In diesem Jahr freue ich mich auf die Eröffnung, muss ich gestehen. Weil wenn das losgeht und wir die erste Wohnzimmergala machen und da werden dann auch Gäste dabei sein, die spannend sind, das kann ich jetzt schon behaupten, ohne was zu verraten, dann wird das, glaube ich, halt alles so anders und neu und aufregend. Wenn das klappt, da freue ich mich tatsächlich drauf. In diesem Jahr ist es wirklich so, dass wir viele Filme haben, die im Grunde dieses Rules Are for Dogs und Find Your Wild total mittragen, die sozusagen so aufstehen und für ihr Recht irgendwie eintreten und die sich nicht unterdrücken lassen. Also es hat so eine kämpferische Haltung. Die Katze selbst, die ist keine uns fremde Katze. Die heißt Lilly und ist in Los Angeles, in Downtown, gerettet worden. Hat sozusagen noch in die Hand gepasst, so klein war die. Und jetzt ist sie nach Deutschland übergesiedelt und ist Oldenburgerin geworden. Ne, das wissen wir alle, Katzenfotos und Katzenvideos sind das Beste und Beliebteste, was es gibt, und ich bin da auch nicht frei von, ich finde ja sowieso Katzen toll, das mit einem Augenzwinkern für unsere Werbung zu benutzen. Rules are for Dogs und Find Your Wild, das ist ja genau das, wofür wir stehen, dass man Grenzen überschreiten darf und dass man auch mal Regeln hinterfragen darf. Was Gottes Willen nicht heißen soll, dass wir in diesen Tagen nicht auch Regeln befolgen können, weil wir ja nicht doof sind. Weil wir die Eröffnung und die Gala im Staatstheater, diese großen Ereignisse so ja nicht durchführen können, haben wir uns überlegt, dass dann das Besondere ist, dass wir zu den Leuten nach Hause kommen. Den Leuten, die diese Gala dann ausrichten, bringen wir natürlich noch eine Pulle guten Shampoos und ein tolles Essen mit und werden noch einen Gin Tonic live mixen. Und werden denen sozusagen dieses Gala-Gefühl auf jeden Fall nach Hause bringen. Wehe, ich erwische wen, wer das auf dem Handy sich anguckt, weil man könnte das theoretisch auch machen. Aber wir wollen ja, dass man Kino so groß wie möglich erlebt, in einer Qualität, die eben auch uns so erlaubt, dass man dann so in so Filme eintauchen kann. Dann funktioniert es so, dass die Filme zu einer bestimmten Zeit, so wie hier auch im Kino, online gezeigt werden. Also nicht wie Netflix sagt, du hast 24 Stunden Zeit, dir jetzt den Film anzugucken, sondern auf einen bestimmten Starttermin fangen die Filme auch im Online, im Digitalen dann an. Wenn dann vor dem 16. September irgendwie alles am richtigen Platz ist und die Filme hochgeladen sind, dann sollte das eigentlich auch wirklich ein tolles Festival werden. Und so ein paar Ängste sind, glaube ich, auch immer ganz gut. Die sind so ein guter Antrieb manchmal, auch das zu überwinden und damit klarzukommen. Aber da gibt es im Moment eine ganze Sammlung.